Was geht, Black Panther Community? Sly hier. Wir fangen genau da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben uns ein paar Kommentare durchgelesen und wir haben wirklich kranke Rezensionen bekommen, sehr viel Liebe bekommen. Ich persönlich wurde auch von anderen Leuten angeschrieben und habe nur Liebe bekommen. Es ist unglaublich, was man so mit der Zeit einfach von Liebe von anderen Leuten, die man gar nicht kennt, bekommt und wie das einen berührt und wie nah das eigentlich ist, obwohl das nur Leute sind, die man nur von Insta-Profilen kennt oder von YouTube, von Kommentaren. Nur Liebe auf jeden Fall an euch. Ich danke euch vom Herzen. Der ist drin, Digga. Ja, Der Bruder. ist Ja, Bruder. drin, der hat gelernt. One Take, dass die Leute wissen. One Take. Beim ersten One Versuch, du musst take. auf jeden Fall drinnen. Nee, du Straight. hast das Wichtigste eigentlich schon gesagt. Das ist einfach schön zu sehen, wie die meisten hier drauf sind. Weißt du, wie die Community drauf ist, dass sie offen und zugänglich auch vor allem für diese Art von Stories ist, ne? Also, dass man merkt, dass ihr gar nicht das Verlangen habt, Sachen zu werten. Ich glaube, das macht das auf jeden Fall aus. So. Deshalb ist der Kanal auch so groß geworden, weil es Leute gibt, die gar nicht so das Verlangen oder diesen Drang haben zu werten. Hör mal zu, das ist doch so, dass dies, dass das. Und dann wissen, okay, das sind Leute, die selber eine schwierige Vergangenheit haben, eine Vergangenheit haben, auf die sie selbst nicht unbedingt stolz sind, ne? Die selber daran arbeiten, die das selbst verarbeiten und gut ist. Ich schaue mir sein Leben an, das Gute nehme ich mit, das Schlechte belasse ich. So, ich muss dann nicht unbedingt so sagen, dass dies, das weiß er selber meistens schon. Weißt Ja, du? stimmt. Ich glaube, das ist schön, dass man sehr viele von diesen Leuten hier hat, so auf dieser Community. Wenn man sich das Ganze mal so anschaut, so für uns beide jetzt so, guck mal, was du dir einfach so aufgebaut hast, so auch in der letzten Zeit und wie das alles angefangen hat. Leute sind der Meinung, okay, die Leute sind gekommen, weil der Kanal groß geworden ist, aber wissen gar nicht, dass ein Gazo bei 25.000 eigentlich schon kommen wollte. Nicht, weil er das Potenzial im Kanal gesehen hat, sondern einfach gesehen hat, der Bruder will weg von da, wo er ist. Ich kenne die Familie sehr gut und der Familie zuliebe so versuche ich einfach zu supporten und das Bestmögliche für den Jungen rauszuhauen, auch wenn es nur ein Interview ist. Ja, das hast du auch gut gesagt. Das merke ich auch, weil auch sehr, sehr viele das geäußert haben, öfter, ne? Das ist auch gut, dass man das Thema einschneidet, weil die Frage oft gestellt wurde, dass man das hier eigentlich auch kurz macht, ne? Weil ich auch, glaube ich, gemerkt habe, so, dass die stärkste Währung oder die größte Währung, die ich selber hier mitbringe, auch, glaube ich, so einfach meine Art oder ich als Mensch bin, weißt du? Das Dass stimmt. man sagt, du hast einen Jesus, den seit 10 Jahren versucht, gefühlt so ganz Hip-Hop den ranzuholen, ne? Und ich glaube, weiß nicht, wie das, wo das war, aber genau 20 oder 25.000 hatte mein Kanal da, das war nach 3 Monaten, nachdem ich angefangen hat. Und das Gespräch mit Gazo ging ungelogen, wir pushen ihn nicht, wir sind kein Übertreiber, das ging 1 Minute. Er meint, ja, Digga, Faisal, ich kenne eure Familie, für euch zuliebe, euren Support. Wenn ich euch supporten kann, machen wir das direkt. Für dich von der Straße, für die Straße, wir machen das direkt. Und das war beim Anfang das erste Jahr durchgehend so. Die Leute, die wir rangeholt haben, sei es ein Muster, wir haben Leute rangeholt, Bruder, die haben mit Social Media nichts zu tun. Das heißt immer, Bruder, dir zuliebe, dein Support zuliebe, dir zuliebe, wir kommen, helfen, helfen. Und das ist schön, dass man wirklich sieht, dass Leute dir das Beste wollen. Und sowas motiviert einen natürlich, ne? Und nochmal zu guter Letzt, bevor wir hier nochmal anfangen, eine Message von uns nochmal zu euch. Nehmt das Beste, was ihr hier rausnehmen könnt. Lernt von den Fehlern von uns. Wir sind auch genauso normale Menschen wie ihr auch. Wir sind nicht relativ alt, wir sind noch relativ jung. Lernt von den Fehlern, die wir gemacht haben. Nehmt das Beste einfach raus. Lasst das Schlechte links liegen. Lernt von Fehlern von anderen und versucht euer Leben einfach zu sortieren, damit ihr nicht in ähnliche Situationen kommt wie Black Panther an sich. Und einfach Gas geben in dem, was ihr macht. Egal, wie ausweglos das ist, wenn ihr etwas Bock habt und ihr der Meinung seid, ihr könnt das schaffen und ihr zieht das durch und eure Freunde euch supporten, eure Familie euch supporten, nach oben hin ist immer grenzenlos. Ihr seht das hier bei Black Panther. Es hat angefangen mit einem Video, mit im Chanupa, mit Coach Aaron und jetzt sind wir hier, erzählen seine eigene Geschichte und die kommt besser an als Digga, alle Bruder hat anderen deine Freundin Geschichten. dich verlassen. Lass mal anfangen, Digga, ja? Alles Dem gut, Mann, alles Bruder gut. hat seine Freundin verlassen. Nee, Lass Bro. mal, Alter, Bruder. komm, ich will. Kommen wir mal wieder zum Ernst der Lage. Wir fangen genau da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Sorry nochmal für diesen bösen Cliffhanger, aber es musste sein. Du hast einen Anruf bekommen von einem älteren kurdischen Bruder, von einem Familienfreund, wo es darum ging, dass Leute von Hells Angels um dich und deinen Bruder informiert haben und wissen wollten, wer ihr seid. Wie ging es von da an weiter? Genau, das war so, dass ich einen Anruf bekommen habe von einem Älteren aus unserer Gegend und der hat mir das am Anfang erstmal so erzählt. Ne? Genau wie ich das im ersten Teil schon erzählt habe. Hör mal zu, hier wurde einer gestochen, der sehr gut, sehr eng mit dem Club ist. Der liegt jetzt auf der Intensivstation, ist im Wachkoma. So, ob der wieder aufsteht, weiß man nicht. Karten sehen sehr schlecht aus. Ne? Ihr habt den in die Lunge gestochen, die Leute fragen nach euch, so dies, das, so. Du sollst bei einer Schweigeminute gelacht haben. Und in dem Moment, in dem er mir das erzählt, Gänsehaut am ganzen Körper. So. Gänsehaut am ganzen Körper, weil das wirklich, muss ich sagen, bis heute so einer der dreistesten Lügen ist, die man mir gegenüber erfunden hat und geäußert hat. Weil ich sage, ich glaube, der Mensch, der über Toten lacht, der ist, glaube ich, nicht mal geboren worden, weißt du? Ich sage auch so, möge Allah so den Leuten ihrer Seele gnädig sein, weißt du, Amen. der Familie Kraft geben, dass jeder, der mich kennt, so jeder, der mich als Mensch kennt, oder weiß, dass ich sowas nicht mache, ne?
das braucht man nicht zu erzählen. Du musst schon ein Unmensch sein, um sowas zu machen. Und ich war auf jeden Fall sehr, sehr schockiert. Ne? Das, was mir in den Kopf durchging, ist, Digga, da ist scheinbar einer, weil das kann ja sowas, kann ja kein Missverständnis sein, weißt du? Weil ich sage, ein Missverständnis hat das ja in sich, dass es zur Realität irgendwie einen gewissen Bezug hat. Weißt du, zu dem, was passiert ist, gibt es irgendwie einen Bezug. Aber dass das heißt, okay, es wurde bei der Schweigeminute gelacht, da muss ja irgendeiner gewesen sein, der sich bewusst gedacht hat, okay, hör mal zu, ne, wir sind gut mit dem Club, wie kann ich die Geschichte jetzt so erzählen, dass ganz klar die anderen, ne, schuld sind und jetzt auf den Deckel von einem von den Rockern kriegen. So, das muss so gewesen sein. Komischerweise, bis heute wissen wir nicht, von wem die Lüge kam, aber das war das, was so in die Welt gesetzt wurde. Das Einstrebenziel gab es auf jeden Fall, der die Sache umgedreht hat. Ne? Jedenfalls, so am Ende, als die Sache auch ernster wurde, ne, als man gesagt hat, okay, das war ja der erste Anruf, damit kam das sehr ins Rollen, ne? Damit wollte man ja, dass diese beiden Seiten sich an den Tisch setzen. Am Ende wollte keiner dahinter stehen, weil man gemerkt hat, das ist einfach eine Lüge. Weißt du? Aber dazu kommen wir später. Genau, man war dann im Gespräch und ich habe den älteren Bruder auch gesagt, so wirklich so, wenn du das von mir wirklich glaubst, ne, bin ich offen ehrlich, sage ich auch, bin ich auch enttäuscht von dir, weil das ist eine Sache. Und er hat dann direkt gesagt, hör mal zu, Faisal, ich kenne dich und deine Familie sehr, sehr gut. Ich habe dem Typen auch gesagt, okay, und das schätze ich ihn, rechne ich auch sehr, sehr hoch an. Also bevor er mich erreicht hat, du musst dir vorstellen, der hat mich erst ein, zwei Tage nach diesem Telefonat erreicht. So, der hatte meine Nummer an sich noch nicht, musste da jetzt bei ein, zwei Leuten anfragen, so war selber jetzt gerade, ich glaube, der war gar nicht in der Stadt, hat mich nach ein, zwei Tagen erreicht, ne, und der meint, der hat schon vorab von dem von Los Angeles, mit dem er gesprochen hat, gesagt, hör mal zu, ich kenne den Jungen und seine Familie sehr, sehr gut, so ich kenne den Jungen seitdem, der fast gefühlt ein Baby ist, ich weiß, wie der sich verhält, das ist ein sehr respektvoller Typ, so wie die Geschichte, so wie du mir erzählst, so kann sie nicht, das hat er, bevor der schon, der hat nicht mit mir gesprochen, aber er meinte, hör mal zu, so wie die Geschichte mir erzählst, so kann sie nicht sein, da muss irgendwas passiert sein, ne? Genau. Und er wollte ja darauf hinaus, meinte, hör mal zu, man setzt sich an den Tisch, so falls ich mit denen reden, das klären, ich habe deinen Bruder auch schon versucht zu erreichen, so. Und ich habe ihm dann ganz klar gesagt, hör mal zu, ich weiß nicht, was für eine Lüge da erzählt wird, ne? Und ich habe ihm dann erzählt, was passiert ist. Ich meinte, hör mal zu, so, wir waren da, Schweigeminute, mein Bruder hat gestört, dies, das, hat einen geschlagen, ausgenockt und er hat das dann selber mitbekommen, mit was? So, dein jüngerer Bruder wurde dann angenockt. Ich sag, ja, so. Ich meinte, Digga, das wurde mir hier gar nicht erzählt. Ich meinte, doch, genau so war das. Meinte, aus dem Grund bin ich gekommen. Und er meint, okay, Khalas, die Sache ist dann durch. Ne? Wichtig. Er meint, okay, die Sache hat die ihr ein Ende genommen, weil das eine Information, die vorenthalten wurde, ne? Und er hat sich dann selber wiederum verarscht gefühlt. So, um das jetzt nochmal so für die Background-Story. So, wie gesagt, ich versuche das immer chronologisch zu erzählen. Aber bei ein paar Sachen ist die Background-Story auch sehr, sehr wichtig. Also es war halt so, dass ich, wie ich im Vorfall schon erklärt habe, okay, dass die Polizei kam so und kurz darauf später, so wirklich 20, 30 Minuten später, haben einige vom Club einen Anruf bekommen, von wem genau weiß nicht, von einigen, die da vor Ort waren, die gesagt haben, hör mal zu, der und der ist gerade nicht ansprechbar, der hat einen Stich bekommen, der ist bewusstlos, hier sind mehr Leute, die verletzt und die dachten sich dann natürlich, Digga, wie, was, das sind Leute, Freunde von uns, fahren wir direkt hin, klären das, sind dann hingefahren und so wurde denen das vermittelt. Hier war irgendein Afrikaner, irgendwelche Leute waren hier so, die haben gelacht während einer Schweigeminute, so dieses, und die dachten sich, okay, das muss geklärt werden, sowas geht nicht. Es hat sich herausgestellt, dass das Opfer, also der jetzt im Krankenhaus lag, vom Hells Angels Präsidenten die Patenschaft von seinem Sohn übernommen hat. Das ist das, was am Ende jetzt rauskam, also der war jetzt, scheinbar, da war kein Member, da war nicht drin, aber mit dem Präsidenten, so Familie und mit den allen anderen, die kannten ihn sehr, sehr gut. Dass so die Backstory, dass so das, was der ältere kurdische Bruder mir erzählt hatte. Und da zum Beispiel kann auch direkt anschneiden, so, ne, das ist, glaube ich, auch sehr bewusst von ihm gewesen, dass er dich kontaktiert hat, weil du bist so der ruhigste von allen deinen Brüdern, so, der, mit dem man am besten über so welche Sachen reden kann, der selbstreflektierendste in der ganzen Geschichte. Und ich denke mal, in der Situation war deine Meinung auch sehr gefragt, weil man da sagen kann, okay, der reagiert jetzt nicht emotional über, sondern ist allgemein eine sehr ruhige Person. Ja. Und die Sache war dann auch sehr schnell vom Tisch, wo man gehört hat, okay, dass dein kleiner Bruder ausgenockt worden ist. Ja. Und das war dann so, dass er gesagt hat, okay, hör mal zu, die Sache ist für mich, ne, für mich eigentlich vom Tisch. Ich finde, ihr seid da im Recht. So, ich kläre das mit denen, gebe das dann weiter. Aber ich würde noch gerne mit dir und deinem Bruder reden. Und so, ich habe das bei meinem Bruder angestellt und der war dann halt so, dass er gesagt hat, hör mal zu, für ihn war das irgendwie so eine Beleidigung, dass er meint, okay, wer sind wir, dass wir uns da mit irgendjemandem an den Tisch setzen, weißt du? Wer sind wir denn, dass wir davon irgendjemanden die Bestätigung oder die Genehmigung brauchen? So, unser Bruder wurde klar ausgenockt, so. Was sollen wir uns am Leuten am Tisch setzen? Und das noch, weißt du, wenn es da Missverständnisse gibt, ist das eine eure Angelegenheit, ihr müsst das klären. Und er war dann so, eher so, okay, es gibt kein Gespräch, die Sache jetzt ist durch, für mich das gegessen. Und ich dachte mir, wenn, Digga, wenn es solche Lügen gibt, dass es schon gesagt wird, dass ein Junge, der über Toten lacht, da schon hardcore, deshalb war mir daran gelegen, dass ich mir dachte, okay, wenn es einen gibt, dem man das aufklären muss, dem aufklären kann,
So, warum nicht? Kein Problem damit. So, der war, genau, ich weiß, da war, ich weiß nicht, ob er im anderen Land oder anderen Stadt war. Man hat sich darauf geeinigt, dass man sich einfach wieder hinsetzt in Ruhe, wenn er wieder da ist, das bespricht. So, ich hatte kein Problem damit. So ist von den Erster verblieben. Also er meint auf jeden Fall, ich habe mit dir geredet. So, ich weiß, ich glaube dir, du sagst die Wahrheit. Und so wie du mir das erzählst, fand ich, der Typ hat sogar verdient. Ganz klar seine Worte so. So hart, aber das waren seine Worte. Er meint, Digga, so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir denken, ne? Der hat den Streit angefangen, muss mit Konsequenz rechnen. Ich finde, der hat das verdient. Und das gebe ich denen vom Club so weiter. Und er ist auch, du weißt, wen ich meine, er ist auch ein, ja, Mann, ja, der hat das auch so weitergegeben. 100%. Der hat das auch genauso vom Club weitergegeben. Und hör mal zu, das sind Jungs von uns. Meiner Meinung nach, euer Typ hat das verdient. Und da sind dann ein paar Wochen dann vergangen. Und jetzt war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, okay, so wie kann das sein, dass der mich am Telefon anruft und darüber Bescheid weiß, dass ich und mein älterer Bruder da waren und der Club darüber Bescheid weiß. Und das ist ja generell immer so eine Faustregel, wenn etwas auf der Straße besprochen wird und viel drüber gesprochen wird, ist es naheliegend, dass die Polizei von irgendwann auch Bescheid weiß. Und dann kam der Tag auch. Wirklich, dass sie bei mir angestürmt sind zu Hause, Hausdurchsuchung und alles auseinandergenommen haben. So alles auseinandergenommen, wirklich so Wohnung durchsucht, Keller durchsucht, nach Tatwaffen haben sie konkret gesucht, ne? So nach Tatwaffen, so Beweismittel haben sie gesucht, so mich mitgenommen, in Handschellen, Haftbefehl verlesen. Und dann hieß es, okay, ja, einmal mitkommen, Vorwurf, versuchter Totschlag. Und das dann auch so, das sind so Wörter, wenn du die hörst, die, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, die packen deine Seele einmal so. Versuchter Totschlag mit der Hintergrundinformation, dass du denkst, okay, du hast vor ein paar Wochen noch mit einem telefoniert, der dir erzählt hat, dass seine Person auf der Intensivstation liegt und weißt dann, wie wieder aufsteht. Das sind so Sachen, die jedes Mal durch den Kopf gehen. Du hörst, okay, versuchter Totschlag. Das sind auch so Momente, die dir wehgetan haben. Du siehst vor deiner Mutter, wirst du in Handschellen abgeführt. So einmal Alsterdorf, Erkennungsdienst dich behandelt, Fotos, alles hieß das gemacht. Und mir kam das irgendwie wie ein Traum vor. Ich habe das da gar nicht realisiert. Mir kam das wie ein Traum vor. So, dann wurdest du nach Darmtor gebracht, Untersuchungsgefängnis. Und mit 19 bist du das erste Mal da drinne. Und der Vorwurf. Das ist so. Das ist nicht so eine Sache, hey Bruder, ich bin kurz hier, Anwalt, holt mich raus. Und das sind so Sachen, wo du dachtest, du hast das als Traum wahrgenommen. Du hast jeden Moment, okay, ich kann gleich aufstehen, alles easy, alles geht entspannt weiter, ne? Weil du noch sehr viele Fragen im Kopf hattest. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mal sagen muss, echt so als Außenstehender so, als einer deiner Ex- und Freunde war das eine sehr, sehr, sehr erschütternde Nachricht, weil versuchter Totschlag, Leute draußen sagen, Bro, Digga, wenn das so, der sitzt 10 Jahre, vielleicht, der wird nach 7 Jahren jetzt abgeschoben, der hat Fiktionsbescheinigung, versuchter Totschlag, das ist, weißt du, was überhaupt, was das ist. Leute reden und reden und reden und reden und du denkst dir, Digga, du bist irgendwie machtlos in der Situation, weil richtig helfen kannst du nicht, du kannst nichts Großartiges machen, so, und du musst da jetzt alleine durch und das ist ziemlich hart, weil das nicht so, nicht BTM, nicht irgendwas, wo man sagen kann, okay, so, das packt er schon, sondern so dieses versuchte Totschlag, so nach 7 Jahren Haft, so kann ich erwarten, dass mein Bruder da rauskommt, so wie er reingegangen ist. Das ist so eine Sache, wo man sich wirklich überlegt, so, was macht das jetzt mit meinem Bruder, so, das ist sehr, sehr hart gewesen auf jeden Fall auch. Und wenn man dann noch überlegt, Mutter, die Geschwister, sehr, sehr unschön. Und wirklich, und das, was das Ganze nochmal mehr abfuckt, ist, wenn wirklich solche Fälle dann auch medial präsent sind. Du denkst auch an die Familie, was für ein Licht wirft sowas auf die Familie. Du denkst auch wirklich sehr oft an die Familie des Opfers. Das haben wir noch nicht vergessen. Also du denkst, okay, stell dir mal vor, der steht wirklich nicht auf. Der ist 45, hat wahrscheinlich Frau, bei Kindern, weiß ich jetzt leider nicht, ne? Aber du denkst dir, das ist eine Situation, das ist so eine Sache, daran können zwei Familien kaputt gehen. Und das sind so Momente, wo du langsam, ne, wo du langsam alles wirklich realisierst. Weil du die Konsequenzen jetzt direkt, du spürst die Konsequenzen direkt. Du bist dann wirklich ein Dammtor und das kennen ja schon einige von anderen Gästen, aber es ist wirklich so, die erste Nacht in der Zelle, die vergisst du nicht. So das erste Mal, wenn du merkst, okay, die Zellentür geht zu, der Beamte schießt die Tür ab, so Nachtruhe, du real, das Gefühl, das kannst du einfach nicht beschreiben. Dammtor, die Zellen sehen einfach katastrophal aus. Und bei mir war das so, dass ich dann am Folgetag, dem Haftrichter vorgeführt. So, das hat an dem ersten Tag nicht geklappt, weil ich wurde spät nach Darmtor gebracht. So, die haben mir erstmal Bilder von mir gemacht, Fingerabdrücke gemacht. Und es hieß, okay, am nächsten Tag wirst du dem Haftrichter vorgeführt. So, das hat mir dann immer irgendein Zellennachbar beim Fenster erzählt. So, ist ja natürlich, du kommst rein und fragst, hey, wie heißt du, deswegen bist du hier. Da war einer, der hat schon ein paar Jahre bekommen gehabt, irgendwie war, glaube ich, in Revision. Der hat mir dann erzählt, so, ja, hier, hör mal zu, Haftrichter, morgen, dies, das, Anwalt kommt, dies, das. Und ich hatte ja noch nicht wirklich einen Anwalt gehabt, so, in der Zeit, so, man kann sich gar nicht aus. Am Folgetag war das dann so, dass ein Beamter die Tür aufgeschlossen hat und meinte dann, ja, hör mal zu, hier, dies, das, dein Anwalt ist da. Ja? Dann war ich, glaube ich, in so einem kurzen Warteraum und da kommt mir einer mit einem Hawaii-Hemd und einem Fahrradhelm erstmal hin. Ich dachte mir, okay, ist das ein Reporter, Journalist, weil das sah mir wie einer aus, der mit Jura nichts zu tun hat.
Ganz klar. Hawaii-Hemd? Hawaii-Hemd in Jeanshose mit Gürtel. Das sind eigentlich diese Zeichen von Gott, dass du weißt, der Typ bringt dich in Jail von Jail. Der bringt dich so tief rein, das glaubst du nicht. Der kam dann direkt, ja, hör mal zu, ja, dies, das, ich bin hier wegen dir hier, ne? Dies, das, hör mal zu, dein, ich habe mir den Haftfehler gegeben, so hatte ich ein bisschen angelesen, können wir zu, ich hol dich heraus, so, ganz einfach. Ich denke, was? Der hat das mit so einem Selbstbewusstsein gemacht, dann können wir zu versuchter Totschlag, ich kenne die Staatsanwälte hier in Hamburg alle. Das machen die gerne öfter, ne? So bei ganz kleinen Körperverletzungen, bei ganz, so, also das machen die öfter hier. Bei ganz kleinen Rangeleien, ganz kleinen Schlägereien, dass wir gerne versuchter Totschlag hinschreiben. Ich hol dich hier raus, ich habe schon lange Berufserfahrung. Ich dachte mir, Digga, okay, Digga. Wenn du so redest, ne, Digga, der war selbst, der war sehr von uns eingenommen. Er sagt, ja, wie heißt du nochmal, erzähl mal, was machst du gerade, Ausbildung, Schule, dies, das, ja, okay, hast du Leute, die den Coach... Achso, und wurde ich gefragt, wie du heißt, sind deine Alarmglocken nicht angegangen? Noch nicht, nee. Noch nicht, okay. Kennst du das? Okay. Das musst du auch, Bruder, wenn du in so einer Situation bist, ich muss auch wirklich sagen, dass das einer der größten Tiefpunkte in meinem Leben war, so verzweifelt, das unschön. Und da kommt dir einfach ein Jurist, ne, ein Jurist entgegen, der sich auskennt, der sagt, hör mal zu, ich kenne die Staatsanwälte, versuchter Totschlag, das ist, ich hol dich heraus, Mann. So, er meinte, er hat so gesprochen, als wären wir in einer Minute wieder raus. Da können wir zu, hast du Leute, Freunde, die Kaution hinterlassen können. Ich meinte, natürlich, so draußen, mein Bruder. Egal, also machen wir easy alles raus. So, er holt, und jetzt im Nachhinein checkst du das jetzt. Er sagt, erzähl mal ein bisschen was über dich so. Was machst du draußen, Schule, dies, das so, können wir gut, dies, das. Und ich betone, Hawaii-Hemd, ne, in seiner Jeanshose Gürtel, damit Leute wissen, Fahrradhelm noch hier so eingeklemmt. Wir gehen nach oben, let's go. Komm, wir machen das. So, wir holen dich raus. Wir gehen nach oben, dies, das. Wollten mich schon rausboxen. So, dies, das, Haftbefehl, dies, das, Bruder. Bevor der richtig angefangen hat zu reden, die Staatsanwältin hat den fast begraben. Ne? Und er so, ja, wir beantragen hier, wie heißt es nochmal, Haftverschonung? Und sie fängt an, sagt, Digga, Sie haben die Akte noch nicht mal gelesen. Sie haben die Akte noch nicht mal gelesen. Sie wissen nicht, was für ein Fall das hier ist. Ne? Wissen nicht, um was es hier geht. Sagt, Haftverschonung, der wird hier die nächsten Jahre nicht rauskommen. Wovon reden wir von der Haftverschonung? Haben Sie die Akte überhaupt richtig gelesen gehabt? Ich sehe, wie mein Mann, der mir eben unten gesagt hat, ich hole dich hier raus, einfach ruhig so dasteht, ne? Fahrradhelm auf Boden gefallen, Digga. Hey, Digga, weißt du, was für ein Schockmoment das war? Ich dachte, das hast du mir da unten erzählt, Kollege. Mit Versuchter Totschlag, dies, das. Das passiert öfters, weil sie das machen, die bei kleinen Rangeleien. Dein Selbstbewusstsein war so unten, ich dachte, wo ist dein Selbstbewusstsein? Diese Staatsanwältin hat den auseinandergenommen. Hier sind mehrere verletzte Personen, es sind noch mehrere Täter flüchtig, da waren mehrere Täter vor Ort. So, es besteht vielleicht Verdunklungsgefahr, er könnte andere Täter informieren, wenn er jetzt rausgeht, die Akte dazu, auf keinen Fall, der geht auf keinen Fall hier raus. Und wir haben auch ein Haftstatut angefordert, das heißt, dass sie beantragt haben, dass wenn ich ins Gefängnis komme, meine Telefonate überwacht werden, Besuch überwacht werden, bestimmte Personen durften mich gar nicht besuchen, so eine Sache. Und ich dachte mir, Digga, mein Mann, was ist los? Dann gehen wir erstmal nach unten und er so, ja, hör mal zu, alles gut, okay, ich hole mir die Akte, dann machen wir das nochmal. Ich dachte mir, nein, alles gut, Kollege, alles Ding. Wurde die Akte gar nicht, ne? Weißt du, hier? Nein, aber so, du musst dir vorstellen, das ist ja das Erste. Oder heute hat man leider schon Erfahrung. So, man weiß, wer die kompetenten Anwälte in Hamburg sind und wer nicht. So, man weiß, worauf man sich einlassen kann. Aber wenn du das erste Mal da bist und so ein Älterer, der sagt, wir holen dich hier raus, sag ich, hol die Akte, dies, das. Und ich musste dann ein paar Tage später dann nach Hasand gebracht werden. Warum Hasand? Genau, Hasand ist die Jugendvollzugsarrest. Ich war zu dem Zeitpunkt ja 1920 und alle unter 21 in Hamburg sitzen da in Untersuchungshaft. Nicht in Dammtor, sondern in Hasand. Und dann habe ich diesen ganzen Haftstatut, diese Beschlüsse bekommen, die das Gericht dann beschlossen hat. Und dann fährst du dann in die Jugendhaftanstalt und es geht dir einfach noch schlechter als vorher. So die Sachen, die da besprochen wurden, gehen dir durch den Kopf, dass die Staatsanwälte sagt, hör mal, der ist die nächsten Jahre hier. Was erzählst du mir von rauskommen, Meldeauflagen, dass sich bei der Polizei meldet? Weil das meint der Anwalt hier, Meldeauflagen, liest das. Das geht dir durch den Kopf. Dann siehst du, okay, Haftstatut, Personen, die mich nicht besuchen dürfen. Mein jüngerer Bruder, mein älterer Bruder dürfen mich nicht besuchen. Ein paar Freunde auch. Ich dachte mir, okay, was haben die Namen da zu suchen? Meine Telefonate werden überwacht. Und ich habe so viele Fragen in meinem Kopf. Dachte mir, ey, wie erreiche ich die Leute denn alle? Wie erreiche ich die Leute denn alle? Und du fährst circa von Dammtor bis zu dieser Jugendanstalt, 1,5 Stunden fährst du hin. Ich bin dann hingefahren und ich hatte so viele Fragen in meinem Kopf. Dachte mir, Digga, einfach abgefuckt. So, ich steig aus dem Bus raus. Ne, und wie Gott das wollte, die erste Person, ne, die ich sehe, der Jugendhaftanstalt, ist Höfner Toni. Ah. Höfner Toni. Stark. Geil. Ne, ich glaube, den kennen die Leute hier, den braucht man nicht vorstellen. Das ist ein Hall of Famer. Ne? Die haben den Kanal hier mit aufgebaut, die Höfner Story Shop kennen die meisten. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, so hier ist ein Link auf jeden Fall. Klickt drauf, schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr die Jungs noch nicht kennt. So, an der Stelle nochmal vielen Dank und viel Liebe an Toni und Luca, weil das sind wirklich, muss man sagen, in der Zeit, in der ich in Haft war, so mit Abstand, mit einer der wichtigsten Personen gewesen derzeit, mit einer der Personen, die mich am meisten geschützt haben und auch sehr wichtig für meinen Fall waren. Wie gesagt, ich werde extra nochmal eine konkrete Folge drehen, wo es um meine Zeit im Jugendgefängnis ging, ne, weil das war wirklich auch, sagen, 2018 war ich drin, das war eine sehr medienwirksame Zeit.
Da waren sehr viele, also sehr viele Leute, mit denen ich in Haft saß und mit Luca und Toni zusammen, die eine sehr bewegte Geschichte hatten. Diese eine, die Geschichte von diesem Flüchtling, der sich selber verbrannt hat bei Lebendigen Leib. Mit denen war ich und Luca und Toni, man hatte mit denen rumgehangen. Und das ist eine Geschichte, die bis heute, vergisst du die nicht, die hat bis heute dein Leben geprägt. Der war unschuldig im Gefängnis, hat mehrere Monate gesessen gehabt, der hat es nicht ausgehalten gehabt. Sehr jung war der noch, ne? Ich glaube, wenn nicht sogar mit einer der Jüngsten, sehr jung war der noch, 23 Stunden Zelle, fickt bei einigen, ist einfach kopfig und der hat sich beim Lebendigen Leib verbrannt. Und jetzt kommt der größte Coup der Geschichte. 2, 3 Tage danach kam sein Beschluss von seinem Anwalt, dass er eine Blitzanlassung bekommen hätte, weil einer ausgesagt hat, dass er unschuldig ist. Weil einer in seinem Fall ausgesagt hat, dass er unschuldig und damit nichts zu tun hatte. Und der hat sich ausgehalten, bei Lebendigem Leib verbrannt. Also wie gesagt, da sind sehr viele leider traurige Sachen derzeit auch passiert, die einen sehr verändert haben. Und wie gesagt, generell, ich werde ja ein extra Video dazu machen, wenn ihr darauf Bock habt. Ich habe jetzt weiter zu der Story. Ich habe dann Toni gesehen und mir ist dann einfach, weil das war, ich kann das nicht beschreiben, das war so ein Blick so, er hat nichts gesagt, man hat sich angeguckt und das war schon dieses, okay, Bruder, wir reden. Mir ist einfach da ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte, okay, das kann der Ausweg sein. Weil wichtig ist auch, wie gesagt, er war Strafgefangener, er hat derzeit eine Ausbildung im Gefängnis gemacht, das heißt, er hatte ganz andere Freiheiten gehabt, er durfte sich ganz anders bewegen, ne? Das hat sich auf jeden Fall nochmal beruhigt, sondern wurde ich so von den Beamten in deine Zelle gebracht und ich hatte, wie gesagt, so, du wurdest einfach mittendrin rausgeholt, für mich war das so. Es waren noch sehr viele Sachen offen. Wie gesagt, so das Letzte, woran ich mich noch draußen erinnern konnte, war das Telefonat, was er mit diesem älteren Familienfreund gesprochen hat, diesen kurdischen Bruder. Kam auch wenige Tage später jetzt ein Anwalt rein. Das war jetzt aber nicht der mit einem Hawaii-Hemd, das war einer, der von Freunden reingeschickt wurde. So, also, der kam auf jeden Fall etwas vorbereitet, damit einen Teil der Akte und hat dann so ein bisschen mit mir gesprochen, so wo wir sind, was mir gerade so vorgeworfen wird. Da meinte er, ja, hier, du sitzt hier wegen versuchten Totschlag. Und das ist in so einer Situation, dass man oft verzweifelt, man sieht oft nur das Gut, versucht sich oft rauszukommen. Dass ich ihm gesagt habe, ja, ich weiß nicht, wer das war, so ein anderer Anwalt meint, ja, versuchter Totschlag, so eine Sache. Das schreiben Staatsanwälte oft rein, ne? Oft so bei Kleinigkeiten rein. Und da muss man auch sagen, er meint, ja, das ist manchmal so, ne? Dass Staatsanwälte gerne mal den Drang dazu haben, ein paar Sachen zu übertreiben, ne? Er meint, hier ist es aber nun etwas anderes. So, er hat mir ein bisschen von Dakt erzählt, aber hör mal zu, es gibt ja 8 Belastungszeugen und ich war so, okay, was für 8 Belastungszeugen? Aber ja, es gibt ja 8 Belastungszeugen, also 8 Leute, die ganz klar dich identifiziert haben. Ihnen wurden Warnlichtbilder gezeigt. Also die Polizei hat denen Bilder gezeigt und die haben ganz klar darauf erkannt, haben gesagt, okay, du warst der Täter und du warst auch der zugestochen hat. Und für mich war ich war so perplex, so ich sag, wie ich habe zugestochen. Moment, die waren da, die 8 Leute, und ein paar davon haben auch gesehen, wie du zugestochen hast. Ich sagte, ich habe doch nicht zugestochen. Ich sage ganz klar, ich hab doch nicht zugestochen. Und er so, ja, wenn du das nicht warst, wer war das denn? Und ich so, will ich gerade nicht sagen, aber ich meine, wie kann das sein, dass die Leute das gesehen haben, was so nicht passiert ist? Ich war das doch gar nicht, ne? Er sagt, ich kann dir nur das sagen, was hier in der Akte drin steht. Wenn du das nicht warst, so melden wir das ganz klar einfach dem Gericht und sagen, wer das dann war. Ich meine, nee, das ist auf keinen Fall. So, ich meine, das ist für mich auf keinen Fall eine Option, dass ich jetzt irgendwie preisgebe, wer das wirklich war. Er meint, ich bin dein Anwalt. So, es ist meine Pflicht, in deinem Interesse zu handeln, ne? Es ist meine Pflicht, in deinem Interesse zu handeln. Ich muss deine Sachen berücksichtigen, die du möchtest, ne? Wenn du die dann abschlägst, ne? Und diese abschlägst, ist das dir überlassen, aber ich werde dir immer das raten, was für dich am besten ist, ne? Die Person ist im Wachkoma, ne? Man weiß erstens, das waren noch so seine Worte, er lehrt mir da. In diesem Erstgespräch weiß ich auf jeden Fall, dass er meine Laune noch weiter runtergezogen hat und ich noch abgefuckter und noch einen schlimmeren Tiefpunkt erreicht habe. Das war wirklich so, von der Haft, also von der Verhaftung aus ging es bei dieser Geschichte leider jetzt zu einem gewissen Punkt, es wurde von Woche zu Woche gefühlt schlimmer. Ich schwör's dir, es wurde von Monat zu Monat, es gab einfach über längere Monate hinweg gar keine guten Neuigkeiten. Und das hat auch damit angefangen, dass er meinte, hör mal zu, okay, er ist im Wachkoma, ne, man weiß nicht, ob er aufsteht, sowas ist ja nicht garantiert, ne? Und stell dir mal vor, es gibt Komplikationen. Du kannst froh sein, dass er nicht gestorben ist. Stell dir vor, er stirbt noch im Wachkoma. Und ich so, wie er stirbt noch im Wachkoma? Ist was überhaupt, so, ist das überhaupt, kommt das manchmal überhaupt vor? Meint, ja, so mal gibt es sowas ab und zu. Meint, du kannst froh sein, dass das nicht passiert. Er sagt, wie gesagt, so, überlegst du dir sehr gut, was du mir sagst, ne? Was du hier vorhast, wie wir das angehen wollen. Wir machen das so, wie du sagst, aber es ist das hier keine kleine Sache. Von seinem ersten Eindruck war, hat er mir schon so gesagt, okay, Digga, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Und ich glaube, im ersten Gespräch, das ist so die Fragen, die man immer stellt, so dass du ihn fragst, okay, ja, wo befindet man sich denn hier so? Was war so deine Antwort So, darauf, er was meint, du da mindestens? Er meint sogar, okay, das ist diese typische Antwort von jedem Anwalt. Kann man nicht ganz klar sagen, dieser Blick durch die Glaskugel kann ich dir nicht sagen. Also, okay, wenn wir irgendwas hier mit 5 Jahren am Ende bekommen, so, weil es ist auch wichtig, das werde ich im anderen Teil noch erzählen. Ich war zu der Zeit nicht vorbestraft, aber es gab noch andere Ermittlungsverfahren gegen mich. Ne? Und da meinte es, wird so einen Strafzusammenzug geben.
Und er meinte dann auf jeden Fall, wenn wir mit allen zusammen so einen Strafzusammenzug so bei irgendwas mit 5 Jahren sind, so, ist das eigentlich schon okay, eine Leistung, die okay ist. Und ich wollte auf jeden Fall, ich meinte zu dem Anwalt, okay, ich will die Akte haben. Er meinte, kein Problem, kann man die zuschicken, weil ich wollte das nachvollziehen. So, ich glaube, damit hat das Gespräch auch aufgehört, ne? Stell dir das mal vor, du hättest wirklich diese 5 Jahre bekommen, du wärst letztes Jahr erst rausgekommen. Ja. Ich war letztes Jahr erst kalt draußen. Ja. Ne? Letztes Jahr draußen. Ich war dann, ich weiß nicht, vom Fenster aus konnte ich immer Toni rufen und ich habe dann kurz darauf später einen der Öffnungs gesprochen, ne, gesehen, weil die haben auch jede Gelegenheit ausgenutzt, um an mein Fenster vorbeizukommen, meine Tür vorbeizukommen mit Faisal. Das sagen die Jungs, was sagst du? Und ich habe den direkt gesagt, hör mal zu, wie geht das? Das erste Mal bin ich hier in Haft. Der erzählt mir aber irgendwas von 5 Jahres gute Leistung, dies, das, ne? Wir müssen vielleicht Aussagen gegen Leute machen, damit ihr rauskommt. Ich meine, Digga, ich will direkt einen anderen Anwalt. Direkt einen anderen Anwalt, was? Ich meine doch, sag mal zu den Jungs, die sollen richtige Anwälte reinschicken, ne? Weil das ist kein Spaß hier, diese Anklage. Erstmal schicken wir irgendjemanden Hawaii-Hemd rein, der mich fast nach Guantanamo gebracht hätte, ne? Bruder, keine Furcht vor Gott, ohne Anklage, Bruder, das checke ich heute erst, Bruder. Ohne Akte gelesen zu haben. Sag ich dir, ich hole dich auf versuchten Totschlag hier raus. Und da weißt du mal, wie du heißt. Ja? Das ist ja das Geilste. Erstmal schickt mir der so ein, da kommt der zweite. Einer, das war Luca. Da meint auch dann Luca direkt, Bruder, hör mal zu, ne? Das ist ein Staranwalt, den du hast. Das ist der und der. Kennst du nicht den Stelling in die Geschichte, wo der eine Bruder den anderen in den Kopf geschossen hat? Der hat ihn doch da rausgeholt. Das ist der Anwalt. Das war der Typ, weiß, was der macht. Aber die Jungs haben auch gut Geld gezahlt. Das ist der Beste, den du haben kannst. Und ich war so, wie gesagt, Luca kann sich da schon besser mit Anwälten aus. Und ich war da so, Digga, ich will auf jeden Fall die Meinung von einem anderen Anwalt, ne? Und dann kam auch irgendwann auch die Antwort, glaube ich, auch von Luca, dass er gesagt hat, okay, man hat den Rat von einer zweiten Anwältin bezogen, ne? Weil ich habe das auch mit der Bitte gemacht, okay, wie sieht eine Zweitanwältin das, ne? Ist da eine Sache von Freispruch oder Bewährung auch im Rahmen des Möglichen? Und die Zweitanwältin hat auch gesagt, auf keinen Fall. Weißt du, ihr wurde die Akte, ich glaube, ihr wurde ein Teil der Akte gegeben, Geld gegeben, so sie hat es angeguckt, meint, okay, ihrer Meinung, Auffassung nach, das Wunschdenken. So, sie meint, sie kann natürlich, wenn ich einen zweiten Anwalt will, als zweite Strafverteidigerin kommen, aber ich soll mir keine Hoffnung machen, weil das eine, so wie sie das rausliest, ne, das ist eine Sache, das ist schon sehr, 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 sehr optimistisch, ne? Und der Kollege, sie weiß ja auch, wer den Fall übernommen hat, sie meint, mit dem macht man nichts falsch, so. Und das war dann auch für mich, okay, ich dachte, weil man fragt sich auch da drin rum, so, was ist das, wer ist das, und so jeder, von dem ich erzählt habe, mein Digga, dieser Anwalt, den du hast, sehr, sehr gut. Also er hat auf jeden Fall einen Ruf gehabt und ich dachte mir, okay, dann machen wir das auch mit denen. Genau, und dann kam er dann irgendwann wieder und das ist so einer der Momente, den ich auch nicht vergessen werde und hat mir dann so ein Bild hingelegt und hat dann gesagt, hör mal zu, das ist so und so, der ist sehr und so, das ist dein Neffe. Dein Bruder hat vor 2 Wochen seinen Sohn bekommen gehabt, ne, der ist so und so, wiegt so und so viel bei der Geburt, hier sind noch ein paar andere Bilder und das war so ein Moment, du wolltest einfach am liebsten weinen. Weil er mich so gepackt hat, du musst dir vorstellen, bei mir und meinen Brüdern, jeder, also die Leute, die wissen, wie aufgewachsen sind, Bruder, das sind einfach so auch beste Freunde. Weißt du, und seitdem mein Kind war, man hat immer gesagt, hör mal zu, bei deiner Geburt, ich will der Erste sein, der dein Kind hält. Und du musst dir das vorstellen, das war ja kurz vor meiner Inhaftierung, war ja seine Frau schon so fast im 9. Monat schwanger. Kennst du? Und ich weiß, wie das ist, so manchmal Fruchtblase kann platzen. Ich und mein jüngerer Bruder haben sogar gestritten, wer der Erste ist, wer sie hält, ne? Ich war sogar sehr, sehr oft einfach spontan bei ihr so Besuch geschickt, weil ich dachte, Digga, wenn das jetzt passiert, ich muss der Erste sein, der den Sohn hält. So war das. Ich dachte, ich muss der Erste, so war das. Und dann siehst du das, denkst du, Digga, wo bin ich hier? Weißt du? Du denkst ja, wo bin ich hier einfach, so auf den? Und du siehst dein Bild, denkst einfach, sowas geht dir auch dann nochmal durch den Kopf. Und dann fing einfach Klartext mit mir zu reden, ne? Und hat dann gesagt, Faisal, hör mal zu, ich weiß, wer zugestochen hat, ne, das war dein älterer Bruder. Er meint, er hat mir das gesagt und er meint, ihm war das nur wichtig, dass er bei der Geburt seines Kindes dabei sein will, ne. So hat er mir erzählt von draußen, du hast Schule, dies, das, Boxen, du hast eine gute Zukunft. So, er meint, ist kein Problem, wenn du willst, du kannst jetzt seinen Namen bei der Polizei benennen und rauskommen. Weißt du, und wieder so. Wie war deine Reaktion darauf? Ich meine, so direkt so da, auf keinen Fall so. So, du hast das Bild da, Bruder, du hast das Bild dann noch von deinen Neffen vor Augen, denkst du, gegen seinen Vater, gegen deinen Bruder aussagen, ich meine, da auf keinen Fall. Auch mit seinem Einvernehmen, ich meine, das machen wir auf keinen Fall. Kannst, ne, du der Community ein bisschen verraten, was du in deinem Kopf gedacht hast, warum du das nicht machen möchtest? Das ist einfach so, Bruder, für mich war, ich weiß nicht, ob es unbedingt so einen Grund an sich gab, aber oft ist es sowas, das ist einfach ein Reflex, ein Instinkt. Weißt du? Und dann kommen, also die erste Reaktion war schon, ich dachte mir, okay, wann bist du aufgewachsen? Weißt du, so deinen Bruder zu verraten, wenn man sich alles auf Augen führt, weil ich sag, zu der Zeit,
ich hatte einfach mehr zu, ich konnte, ich, also er hatte viel mehr zu verlieren als ich. Muss dir vorstellen, er hat ja noch andere Ermittlungsverfahren gehabt. Eine Abschiebung hatte er. Er hat Frau, er hat jetzt ein Kind bekommen. Ne? Ich dachte mir, ich bin doch gerade in der Lage, auch für eine Schule, dies, das. Ich bin jünger, man kann danach noch andere, vielleicht mit einer Ausbildung danach noch anfangen. Man kann andere Sachen machen. Ich habe keine Frau, kein Kind. Ich war in der Position, mehr zu verlieren. Ne? Und ich dachte mir auch letztendlich, ne, man muss dazu stehen, ich war ja der, egal wie das klingt, der uns in diese Situation gebracht hat. Weißt du? Sehr selbstbewusstes Ist auch Denken. so, ich war am Ende des Tages der, der meine Familie mit diesem Anruf, das ich hatte, per mal zu, ne? Ich kann so nicht weggehen, ne? Es muss eine Konsequenz darauf folgen. Dieser Typ muss was bekommen und am Ende war das unsere Konsequenz. Ich sagte, okay, ich war der, der gerufen hat, ne? Der die Entscheidung getroffen hat, der meinen Bruder in die Situation gebracht hat. Also war das für mich auch so eine Sache von selbstverständlich. Es gab gar keine Situation, dass ich sage, okay, ich sage ihn aus. Ich habe mich auch nicht, ich habe mich auch wirklich auch sagen, das muss ich auch sagen, bis zum letzten Tag. Ich habe mich auch nie so gefühlt, als wäre ich unschuldig im Knast. Weißt du? Weil du dachtest, okay, Bruder, gewissermaßen, du hast ja gerufen, ne? Du hast die Jungs gesagt, er kommt. Die Jungs sind dir zuliebe gekommen, du, ganz klar musst du dich ja gerade machen. Und er hat auch gesagt, okay, dein Bruder hat mir auch gesagt, ne? Genau, dass das deine Reaktion wird. So, dein Bruder hat gesagt, so, Faisal, egal wie du ihn redest, er wird das niemals machen, ne? Und da hat er mir auch nochmal gesagt, hör mal zu, Faisal, mir das erklärt, ich bin dein Strafverteidiger, ich unterliege der Schweigepflicht, ne? Alles, was du mir jetzt erzählst, ne? Ich mache mich sogar strafbar, wenn ich das an Dritte weitergebe. Das heißt, du kannst dir vertrauen, weil ich habe ja beim ersten Mal habe ich ihm nicht gesagt, wer das war. Weil ich dachte mir, Digga, Verständlich. ich habe Misstrauen, Bruder, wegen diesem Hawaii-Anwalt bis heute noch bis Misstrauen zu anmelden. Der kommt rein, sagt, ich hol dich hier raus, Kollege, versuchter Totschlag, Bruder, der hat mich ja Guantanamo gesagt, wie gebracht, ne? So, er kam dann ein bisschen mein Thema zu. Er wollte ein bisschen von mir so die Geschichte haben. Er meinte, erzähl mir, was passiert ist. So, da habe ich einfach angefangen, ihm so ein paar Sachen drumherum halt zu erzählen, so was abgelaufen ist, ne? So, er meint, okay, ein paar Sachen überschneiden sich mit der Akte und ein paar Sachen auch nicht. Dass ich ihm erzählt habe, so, okay, so und so war das, Schweigeminute, so dies, das. Und ich meine das wirklich ernst, du bist ja in der Situation, Bruder. Du bist in Untersuchungshaft, du denkst viel über dein Leben nach, denkst über viel nach, was du falsch gemacht hast. So, versuchst dich auch selbst zu reflektieren, aber ich muss das bis heute sagen, diese Leute haben das einen sehr, sehr schwer gemacht, Mitleid zu empfinden. So, auch wenn man sich an der Stelle unsympathisch macht. Wie gesagt, ich sage das, was ich empfinde, wie ich gefühlt habe zur damaligen Zeit. Die Leute haben das einen sehr, sehr schwer gemacht, weil ich habe ja diese Aussagen Kannst du von. das ein klein wenig begründen? Oder weil ich habe ja diese Aussagen von denen gelesen. Du siehst einfach, guck mal, ne? Wenn ihr Aussagen bei der Polizei Aussagen macht, dann sagt doch einfach die Wahrheit, ne? Sagt doch die Wahrheit, aber du siehst, dass da einfach dreiste Lügen sind. Ich wurde einfach als der Aggressor dargestellt, ne? Es hieß einfach, der Junge war nicht zu stoppen, der hat geschrien, der hat dies, der hat das gemacht. Der wollte nicht, der konnte nicht gestoppt werden, deshalb hat er Ausruf bekommen. Ich dachte mir, Digga, ich habe da Minimum 2, 3 Minuten ruhig versucht, die Sache zu beruhigen, habe mehrmals erklärt, ne, dass ein Trainer gleich kommt, mit meinem Bruder redet und dass ich sehe, Bruder, in diesen in diesen mehrseitigen Aussagen, dass keiner das mit einem einzigen Satz erwähnt. Das zeigt schon, Digga, diese Leute sind eine böswillige Einstellung gegenüber. Weißt Die du? dachten sich, okay, wir versuchen jetzt einfach den zu verknacken, so wie es geht, so mäßig. Wir Genau, schaden dass ihn ich. auf anderen Mitteln. So, und das meine ich so. Die haben es einen wirklich sehr schwer gemacht. Bin ich offen und ehrlich so. Die haben es wirklich sehr schwer gemacht. Und ich habe dann ein bisschen weiter offen mit ihnen gesprochen, so auch ein paar andere Sachen noch erzählt. So. Ich habe offen mit ihnen gesprochen, weil man hat sich so ein bisschen angefreundet, angebahnt, so mit diesen Bildern, die er hingelegt hat. So. Ich weiß nicht warum, aber das hat ein bisschen wieder so Kraft und Leben gegeben. Ich habe ihnen so noch ein paar Sachen erzählt. Moment, ja, hör mal zu. Ich habe denen da so ein bisschen ein paar Seitenfuß gegeben. Ich habe mit einem älteren Familienfreund geredet, das Opfer soll wohl mit dem Hells Angels Präsidenten aus seiner Stadt so verwandt sein, so hat die Patenschaft von seinem Sohn, so eine Sachen, das sind Sachen, die ich erzählt habe. Und er war dann so, oh. Er meint dann, okay, er meint, das ist sehr wichtig, ne? Sowas müssen wir auch später vor Gericht äußern. So, ich meine, ist das in der Akte auch schon irgendwie bekannt? Er meint, so bisher, so also, Zugehörigkeit zu irgendwelchen Clubrocker-Mitgliedern, eigentlich nicht. Ich meinte, ja, ich will das nicht äußern. Und aus welchem Grund genau wolltest du das jetzt nicht sagen? Boah, ich glaube, bin einfach so groß geworden, ich habe das einfach so beigebracht bekommen, dass man so andere Personen einfach nicht mit einbezieht, ne? Und vor allem keine Informationen benennt, Die noch nicht publik sind, mäßig. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft so ein Verfahren noch nicht hat, ne? Einfach so mein Mindset, so wie man groß geworden ist, so. So, ich wollte ja niemanden unbedingt da jetzt so belasten, weißt du? Weil ich dachte mir, okay, das ist so, wie ich auch aufgezogen bin, so. Man hat sich ja, ich habe mich quasi mit der Entscheidung, dass ich jetzt Leute rufe und sage, hör mal zu, wir klären das auf diese Art und Weise. Ich habe mich ja halt schon für einen Weg entschieden, wie die Sache verlaufen soll.
Weißt du? Richtig. So richtig oder falsch, das sei dahingestellt. Ich glaube, jeder kennt die Antwort, ne? So, man ist ja auch nicht hier, um das ganz schön zu reden. Aber ich habe mich für einen Weg entschieden. Und ich wollte dann nicht jetzt, okay, noch zwei, dreigleisig noch was anderes versuchen. Dass man sagt, okay, Aussagen bei der Polizei macht Leute noch belasten. Das war nicht so mein Weg. Ich finde es auch sehr beeindruckend, weil du hast jetzt 8 Belastungszeugen, die erstmal gegen dich aussagen, zweitens Falschaussagen gegen dich tätigen und durch deine Aussagen, die du machen könntest, du deren Falschaussagen entkräften könntest. Aber du machst das nicht. Auf der anderen Seite haben wir deinen kleinen Bruder, der für den Schlag nicht mal eine Anzeige machen wollte oder auch keine Anzeige gemacht hat. Der wollte das gar nicht publik machen. So. Für diesen Schlag, nichts egal, es passiert, cool, so, nimm ich und wir klären das anders. So. Das ist eine Sache, wo man sagen kann, nochmal zu, das ist sehr beeindruckend, weil das hätte dir das Leben natürlich leichter gemacht, hättest du einfach angefangen, selber ein bisschen zu erzählen aus der Haft heraus und wärst höchstwahrscheinlich nicht so lange im Knast gewesen. So, weißt du? Ja, wie gesagt, kann man so oder so sehen, wie ich meine. Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, wie man auch groß geworden ist. Auch die Sache mit meinem kleinen Bruder, bei ihm war das dasselbe Spiel. Wir erstatten keine Anzeige für den Schlag, ne? So, wir möchten das gar nicht anzeigen. Wir stellen uns der Sache, ne? Wir wissen, ne, das ist auch das, weshalb ich auch gesagt habe, okay, diese Person hat mir das schwer gemacht, ne? Weil du musst dir vorstellen, ich habe ja gesehen, sie versuchen das noch schön zu reden. Mein jüngerer Bruder war zu der Zeit 17, ne? Der war 17 und wir hätten auch, wenn wir so drauf, wir hätten ja auch mit dieser Schiene ankommen können. Hör mal zu, ich habe die Schweigeminute ja gar nicht gehört, ne? Ich habe sie gar nicht. Man hätte hunderte Geschichten erfunden können, um sich besser darzustellen zu können. Sicher. Hose runter, hat gesagt, okay, ich war jung, ich war naiv, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, die Sache gemacht habt, die war falsch, nicht korrekt, ne? Ich hätte anders machen sollen, ne? Ich habe einen Schab bekommen, möchte keine Anzeige erstatten. So, einfach straight. Und das hätte ich mir von anderen auch gewünscht. Ne? Aber dieses Lügen, dies, das, wie gesagt, so im Nachhinein, Gott sei Dank, kam es auch dazu, dass man bestimmte Sachen anders wahrgenommen hat, dass bestimmte Leute, von denen sich auch anders geäußert haben. Aber es hat auch ein bisschen dazu gedauert, ne? Das war auch ein sehr großer Verdienst von einem Anwalt. Das sind nicht Sachen gewesen, dass die gesagt haben, hör mal zu, wir machen das aus eigenen Stücken heraus, sondern die mussten taktisch, systematisch auseinandergenommen werden, dass sie ja, überhaupt bei vielen was war sagen. Das so. Aber dazu kommen wir später. So, man ist dann irgendwie so verblieben, dass man halt bisschen unzufrieden war, ne? Weil ich einfach meine Vorstellung, ich wollte eine Strafe so gering wie möglich halten, ich wollte so schnell wie möglich irgendwie raus. Und er meint, dafür muss man was tun. Er meint, die Karten stehen gerade schlecht, die Karten sind gegen uns, ne? Die Akte, so wie es ausschaut, das und das spricht gerade gegen uns. Man muss da ein bisschen gegenhalten, ne? Du möchtest gegen niemanden aussagen, nicht gegen deinen Bruder, verständlich für mich, ne? Ist für mich verständlich, aber man muss da ein bisschen was gegenhalten, oder? Weißt du? Er meint, ich kenne auch Gott sei Dank so die Staatsanwaltschaft ein bisschen. Man kann sich auch auf einen Deal einigen. So. Ich meine, dann was so ein Deal? Er meint, ja, du gibst die Anklage so zu, wie sie ist. Und sie gehen dann vielleicht ein paar Jahre runter. Also das kann man ja auch ansprechen. Ich meine, dann für mich war das auch so, Digga. Auf keinen Fall gebe ich das so zu, wie das ist. Ne? Das heißt, wenn man sich das jetzt aus der Sicht des Anwalts mal anschauen würde, hast du schon einfach alle Hände gebunden für eine mögliche Verteidigung. Du möchtest nicht keine Informationen benennen, du möchtest nicht aussagen, du möchtest keinen Deal. Und das sicher heute selber so. Wie gesagt, so, ich habe mich sogar vor einem Jahr, das ist jetzt 4 Jahre her, ne? Und vor einem Jahr war die Sache dann, die Bewährung ist abgelaufen, war rechtskräftig. Ich habe mich vor einem Jahr noch mit ihm getroffen, ein Geschenk gemacht, weil ich wirklich gemerkt habe, wie anstrengend, wie nervig, wie naiv da war. Und ich habe einfach gesehen, was er am Ende vor Gericht, dass er aus diesen, du musst vor, ich habe ihn in die Hände gebunden, dass er aus diesen kleinen Steinen, die ich ihm gegeben habe, was für ein Urteil er rausgeholt hat, ne? Bis heute ihm dankbar. Wie gesagt, man ist einfach so verblieben, dass ich dann einfach so naiv, wie ich war, ich meine, Digga, hör mal zu, ich will das, was wir kämpfen, das Beste raus und für mich. Und für mich war das, wie er so gesagt hat, er meinte, hör mal zu, Faisal, das ist hier kein Anwaltsfilm, das ist keine Anwaltsserie, wie du ja siehst. Das ist immer alles in einem Freispruch endet. Er meinte, wir haben ja 8 Leute, die glauben, dich gesehen zu haben, auch wenn du sagst, du bist das nicht. Er meinte, glauben 8 Leute, dass du das warst, so. 8 Leute, und muss vorstellen, man hat noch gar keinen Faden gehabt, so. Faden in dem Sinne, dass man nicht wusste, okay, in welche, wie verteidigen wir uns denn, was denn genau die Verteidigungsstrategie? Weil ich meine, Aussagen, nein, Deal will ich auch nicht. Ich war einfach so ins Blinde, okay, irgendwie verteidigen. Er meinte dann auch, wie verteidigen dann? Weißt du, so ist man dann verblieben. Und dann wieder so, Knastalltag. Du bist dann da, so, man kommt langsam rein, denkt aber immer noch, wie gesagt, nach wie vor immer viel über sein Leben, nach viel über seine Familie. Einige Freunde kamen mit zu Besuch. Und dann kriegst du irgendwann während des Abendbrots, ne, Post. Oft sind das einfach so Briefe von Freunden, manchmal auch Briefe von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht. So, die schicken ja auch, wenn einer jetzt irgendwie einen Besuchantrag bei dir hat, kommt ja auch so der Beschluss vom Gericht oder noch andere Sachen. Genau, dann war das eines Tages so, dass ich einen Beschluss bekommen habe. Und da steht irgendwie was davon drin, von Ermittlungsverfahren jetzt versuchter Mord.
versuchter Mord. Und ich dachte mir, ist das ein Schreibfehler, Tippfehler, was ist das denn? Ne? Ist das Schreibtippfehler, dies, das? Und die Anklage hat sich irgendwie geändert auf versuchter Mord. Und für mich war das direkt, Digga. Und die Aussagen von meinem Anwalt, wieder, ne? Wieder mein Kopf. Gab es irgendwie Komplikationen jetzt in einer Woche? Warum steht da versuchter Mord? Warum nicht ein versuchter Totschlag? Mord, wer ist denn gestorben? Was hat das alles? So viele Fragen, ne? Und es geht dir jedes Mal schlechter, wenn du so einen Zettel in der Hand hast. Es sind dann ein paar Stunden vergangen. Ich habe wieder einen Eröffnungs erreicht, ne? Ich meine, Digga, Anwalt anrufen, ne? Der soll direkt vorbeikommen wieder. Da kam auch ich am Zittern. Ich meine, Digga, was hat sie mit auf sich, ne? Und dann meint, ja, die Staatsanwältin hat das jetzt tatsächlich bei der Kammer durchgekriegt, dass dein Vorwurf jetzt nicht ein versuchter Totschlag, sondern ein versuchter Mord ist. So, und ich meine, was für ein Unterschied ist das dann so? Und der hat mir das dann erklärt gehabt, so. Den Unterschied von Totschlag und Mord. Er hat mir dann von Mordmerkmalen erzählt, dass das, was den versuchten Totschlag von Mord unterscheidet, ist, dass es beim Mord Mordmerkmale gibt, so. Zum Beispiel? Ich glaube, 7. Er hat mir das dann aufgezählt. Heimtücke, das waren auch einer der Merkmale, die jetzt in meinem Fall, jetzt ein Merkmal war. Heißt irgendwie immer, dass du die Artlosigkeit deines Opfers ausnutzt. Und da hat er mir das erklärt, wie die Staatsanwältin das eingereicht hat. Und er meint dann auch, Digga, das sieht leider sehr schlecht aus, weil sie ist sehr zielstrebig und sie hat das sehr, sehr gut vorgetragen. Also diese Auffassung war jetzt, das war jetzt deren Auffassung, dass sie gesagt haben, okay, hör mal zu, Faisal hat da wirklich versucht, einen Menschen umzubringen. Es gibt Was macht das eigentlich für einen Unterschied in der Jahreszahl, die man erwartet, also im Mindeststrafmaß? Ein bisschen, ich glaube, er hat mir damals, das ist auch natürlich eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe, aber ich kann jetzt keine Zahl geben. Er hat da schon ein bisschen was erzählt. Er meint auch schon, diese 5 Jahre, auf die man jetzt gerechnet hat, ist ja natürlich jetzt ein bisschen härter noch geworden. Genau, er hat mir dann erzählt, wie das vorgetragen wurde. Also er meint, okay, sie glauben jetzt auf jeden Fall, dass ich da versucht habe, jemanden umzubringen. Dass man sagt, okay, ich habe auf Brüste gestochen, was ein ganz klarer, was die Staatsanwaltschaft ganz klarer Beweis dafür ist, dass man versucht hat, dem Opfer tödliche Verletzungen beizufügen. Ich sage, ich habe mehrmals auf ihn gestochen und dann gab es jetzt einen Zeugen, der gesagt hat, okay, er hat die andere Person da jetzt noch nach hinten gezogen, ne? Und sie sagen, okay, wäre diese andere Person jetzt nicht da, ne? Hätte er nicht eingegriffen, hätte ich auch weitergemacht, den umgebracht. Das heißt, okay, ich habe nicht selber von mir abgelassen, sondern es war ein Dritter, der sich eingemischt hat. Weißt du, und sie haben gesagt, okay, das Opfer hat gar nicht damit gerechnet. Er kam ja raus mit seiner Flasche, hat gesagt, okay, hey Jungs, alles gut. Er war selber nicht bewaffnet. So. Und so hat sie das ganz vorgetragen. Das kann doch nicht sein. Und da hat der Anwalt wieder gesagt, ey, wir brauchen langsam eine Verteidigungsstrategie. Wir müssen langsam wissen, wie wir dagegen halten können. Ne? Und ich weiß nicht, warum das einfach so war. Wie gesagt, das kann ich jetzt einfach. Das tut mir auch sogar noch bis heute leid, weil man sich mit dem Anwalt manchmal auch gestritten hat, ne? Manchmal Sachen gesagt hat, die man nicht so meint, weil man einfach wütend auf sich selber war, einfach traurig, ne, abgefuckt war und einfach, dass man dann die nächste Person auslässt, die einfach da ist. Und ich war dann wütend, ich meinte, Digga, du kriegst doch Geld. Was fragst du mich die ganze Zeit? Ich bin doch kein Digga, ich bin Afrikaner, der hier wegen versuchten Mord sitzt. Ich bin doch kein Jurist, das fragst du mich die ganze Zeit. Ich sag einfach, das und das will ich nicht haben, ne? Du musst mir doch versuchen, mich jetzt irgendwie rauszuholen. Du kriegst doch Geld, du machst doch nicht umsonst. Dann wurde auch ein bisschen abgefuckt, dass er meinte, ich versuche das so und so. So, das war so eine Phase, in der man muss sich vorstellen, das Verfahren rückt immer näher, ne? Das Verfahren ist immer näher gerückt und wir hatten wirklich keine Verteidigungsstrategie. Wir wussten nicht, was wir machen. Hat dich das selber auch noch belastet, während du in der Zelle gewesen bist, oder hast du dir darüber gar keine Gedanken gemacht? Doch, es gab einfach einen Zeitpunkt, ne? Bei einigen tritt er für ein, bei einigen später, wenn du einfach so die Beweislage dir vor Augen führst und das alles akzeptierst. Wie gesagt, ich habe ja die Akten auch von meinem Anwalt auf die Zellen bekommen, mal mitgelesen. Und dann gab es einfach einen Moment, wo ich mir einfach abgeschlossen habe, dass ich mir dachte, okay, Faisal, schließ damit ab. Vergiss mir erstmal diese Freiheit, ne? Ich komme raus, ich komme dies, hahi. Schließ dich mal, freunde dich einfach mal damit an, dass du wahrscheinlich erst mal ein paar Jahre hier drin bist, so wie die ganze Sache aussieht, ne? So. Und man ist dann so verblieben, man war dann ein bisschen abgefuckt, so. Ich war dann sehr viel mit sich selbst beschäftigt und das ist leider oft so, dass man oft so verzweifelt ist, man Zuflucht in seinen Gebeten sucht, sehr viel Dua macht, sehr viel Allah darum bittet, dass er dir vergibt, dass er dir Kraft gibt. Auch man muss auch noch sagen, ich schwör's dir, ich habe auch sehr viel Dua, ne, für das Opfer gemacht. Für ihn, seine Familie, für ihn, seine Familie gebetet, dass es ihm gut geht, dass es sich bessert, dies, das. So, und dann erinnere ich mich dran, wie gesagt, es gab ja immer nur Bad News, aber es gab dann auch so Tage, wo man dachte, okay, Bruder, man hat sich einfach beruhigt gefühlt. So, er kam dann irgendwann mit der Akte, die dann erweitert wurde. Wie gesagt, so, es wurde ja parallel immer noch ermittelt. Ich war drinnen in Untersuchungshaft und währenddessen liefen Ermittlungen. Und die Staatsanwaltschaft ist ja nicht verpflichtet, dich immer up-to-date zu bringen auf den neuesten Kenntnisstand. Sie musste nicht von heute auf morgen alle Sachen offenlegen.
ne? Und sie hat das systematisch bei uns Stück für Stück gemacht. So immer das gebracht. Und irgendwann kam er dann mit: Hör mal zu, Faisal, ne? Okay, hör mal zu. Er ist aus dem Koma erwacht. Er ist aufgestanden. Bruder, ich hätte drei Saltos am liebsten gemacht. Drei Saltos. Aus mehreren Gründen. Jetzt nicht nur, weil ich mir dachte, okay, das kann jetzt für unser Fahren besser sein. Ich schwör's dir auch wegen ihn und seiner Familie zuliebe. Weil du bist ja, ich war ein Jahr fast schon drinne. Du ein Jahr schon drinne. Du hast irgendwie schon mit der Sache eigentlich fast abgeschlossen. Keine Wut, keine Freude, nichts. Du denkst dir, Digga, ist ein Mensch im Koma. Wie geht's seiner Familie? Wie geht's dies? Wie geht's das? Weil du siehst, deine Familie ist davon mitgenommen. Du siehst deine Geschwister nicht, dein Neffe ist da. Und du hörst, er ist einfach wach und du freust dich irgendwie. Weil das auch etwas ist, ne, was man ja auch sagen muss, was so niemals beabsichtigt war. Ne? Klar, es gibt immer Komplikationen. Man weiß, dass was passieren kann. Aber wie wollt keiner, dass ein Mensch Leben lang im Koma bleibt oder verstirbt? Weißt du, und deshalb freust du dich, wenn du merkst, Digga, okay, Digga, der Mensch ist wieder da. Es geht seiner Familie gut. Und dann war das, was mein Anwalt einfach gesagt hat. Und meine, Digga, diese Freude war dann leider, muss man auch sagen, von kurzer Dauer. Er hat gesagt, er ist aufgewacht und hat dann auch direkt eine Aussage bei der Polizei gemacht. Und ich so, wie einmal der hat bei der Polizei ausgesagt, mehrere Aussagen sogar. Und die Sachen so dargestellt, wie er das aufgefasst hat. Ne? So, da haben wir das bearbeitet, uns das angeguckt, wie er das dargestellt hat. Und wie ich das schon bei den anderen gesagt habe, ich habe das einfach nicht verstanden, warum diese Person nicht aufrichtig war. Ne? Er hat das so dargestellt, er meinte, hör mal zu, er kam rein, Leute waren frech, laut, respektlos, haben Hausverbot gekriegt, wollten das nicht wahrhaben. Ne? So, mein jüngerer Bruder wollte das gar nicht wahrhaben, wurde gar nicht runtergekriegt, hat versucht, ihn zu schlagen. Ne? Und deshalb, ne? Deshalb hat er reagiert, gekonnt und meinen Bruder dann so ausgenockt. Das war seine Version der Geschichte. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft, ne, ein Ermittlungsverfahren gegen meinen jüngeren Bruder auch geführt. Mein jüngerer Bruder war jetzt auch mit in der Akte. Also er kommt jetzt auch mit vor Gericht. Wegen versuchte Körperverletzung. Er hat gesagt, Digga, ich habe mit den Jungs geredet, war normal, alles gut. Der jüngere Bruder wollte mich hauen, ich bin ausgewichen. Also er zeigt, dass diese Eskalation von meinem jüngeren Bruder ausging. Und nicht, dass sie von Ihnen ausgehen. Das war so eine Sache, wo ich mir dachte, Digga. Wieder abgefragt, aber mein Anwalt meint, Digga, das hat aber was auch Gutes, eine Aussage. Ne? Das hat auch was Gutes, weil er hat dann der ersten Aussage, die er gemacht hat, wie er aus dem Krankenhaus aufgestanden ist, die Mordkommission kriegt er da mit, kriegt das ja mit. Sie hat ja auch, soweit ich weiß, das Krankenhaus darüber informiert, dass wenn er wach ist, sie Bescheid geben sollen. So, in seiner ersten Vernehmung hat er die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, hör mal zu, da war einer. Stand mir gegenüber, wir haben ein bisschen gekämpft, da hat einer mich von der, wie ich glaube, ich das beschrieben habe, einmal hat irgendeiner mich von der Seite angegriffen und da hat die Person, die mir gegenüber war, irgendwie gegen meinen Körper geschlagen, ich habe so einen Pieks gespürt, aber nichts gesehen, so dies, das, so. Und als die Polizei gefragt hat, wer das war, hat auf meinen älteren Bruder gezeigt. Hat auf ihn gezeigt, mein Anwalt meint, okay. Das heißt, immer für Verständnis, die Aussage, die gemacht hat, nachdem er aufgewacht ist, hat den Anfang falsch erzählt. Er hat gesagt, dass dein kleiner Bruder angefangen hat. Genau. Aber auf den Bezug, was danach passiert ist, hat er die Wahrheit gesagt. Mein Anwalt sagt, dann kommt dann wieder, weil er denkt sich, wir brauchen langsam irgendeine Richtung. Ne, wir brauchen langsam irgendeine Richtung. Also dann, ja, hier hör mal zu. Hier, ich will das nur mal gesagt haben, ne? Das könnte ein Ausgangspunkt sein. So hier, er hat hier gesagt, dass das dein Bruder war. Ich meine, guck mal, darüber brauchen wir nicht reden, weil diese Option ist sowieso weg. Und er hat dann, ich weiß nicht mal, wie er das genau gesagt hat, ne? Er hat dann kurz was gesagt, so wie, ja, du hast mir doch mal erzählt, so dass du einen Familienfreund von dir hattest, der mit einem von diesen Rockern gut war und so, ne? Und dann so, ja, so, sie sind dann ganz kurz wieder auf den kurdischen Bruder gekommen und der meint dann so, ja, ich finde das eigentlich schon sehr, sehr bemerkenswert, so dass einer, der mit den Hells Angels Präsidenten sehr gut ist, so, so eine mehrseitige Aussage macht. Ich glaube, sowas ist doch ungern gesehen, so. Daraufhin hat das Gespräch auch geendet. Und ich habe das ja später in meiner Zelle erst gecheckt. Und da kam mir alles in meinen Kopf. Ich dachte mir, ich habe das ja komplett beiseite gelassen, komplett vergessen. Ich dachte mir das, weil für mich war das ja okay. Ich habe gemeint, juristisch, es sieht einfach scheiße aus, der juristische Weg so. Ich dachte mir, okay, Digga, das kann doch der Ausweg sein, dass man einfach normal mit denen, dass man einfach so mit den Leuten redet. Weil ich dachte mir, okay, die kamen jetzt in seinen Namen, haben gesagt, hör mal zu, wir machen uns gerade, wir helfen. Und ich dachte mir, wie geht das denn? Da kommt einer, der jetzt den Streit anfängt und selber Aussage macht. Hab dann Toni und Luca drum gebeten, hör mal zu. Mein Bruder erreicht meinen älteren Bruder, ne? Erreicht diesen älteren Kurden, ne? Hier ist die Akte. Hier sind fünf, sechsseitige Aussagen von jemandem, ne? Der angeblich sehr gut mit dem Club ist. Guck mal, so, die wussten schon, was zu tun ist. Und dann kam dann auch
ich weiß nicht, ob das eine Woche oder ein bisschen länger war, dann kam dann auch irgendwann eine Antwort von denen. Das heißt, okay, die haben sich mit denen hingesetzt, versucht das so gut wie möglich zu besprechen, haben gesagt, hör mal zu, der Junge sitzt da gerade drinne, ne, so geht das nicht weiter. Und es wurde mir schon gesagt, dass der Club sich schon relativ schnell nachdem ich verhaftet wurde, sich von den Leuten distanziert hat. Weil jetzt kommt die Geschichte. Musst du dir vorstellen, ich habe das ja vorhin erzählt gehabt, dass die Leute vom Club einen Anruf bekommen haben. Hör mal zu, hier wurden ein paar Leute von uns gestochen, wurden dies, wurden das. Und daraufhin sind sie hingefahren. Erst war die Polizei da, hat die Zeugen von Leute ins Krankenwagen gebracht, Leute ins Krankenhaus gebracht. Und dann kam die. Und dann wurde denen erzählt, es gab einen Schwarzen, es gab noch andere, es gab dies, es gab das. Und die haben gesagt, okay, wir nehmen das in unsere Hand, gucken dann selbst. Aber die haben die da schon die Information genau gehabt, dass ein paar Leute mit der Polizei jetzt kontrolliert kommt, haben? Jetzt kommt. Das ist ja alles, was ich ja später erfahren habe, ne? Dass die Gespräche weitergehen, als ich im Gefängnis war. Der Code hat sich, der ältere kurdische Bruder hat das da so weitergegeben. Das meinte, hör mal zu, die Jungs sind 100% meiner Meinung nach im Recht. Das ist richtig, was sie gemacht haben, ne? Das ist richtig. Und die Leute haben geguckt, die haben sich ja selber dann Informationen geholt und wollten sich selber beschäftigen, was ist hier überhaupt passiert. Und dann haben sie mitbekommen, dass bevor sie gerufen wurden, schon Leute angefangen haben, bei der Polizei Sachen zu erzählen. Ne? Und ich weiß ja nicht, wie die Regeln da sind, aber die haben sich dann selber verarscht gefühlt. Da dachte ich, okay, die Polizei kommt, ihr macht erstmal dann eine Aussage bei denen, daraufhin holt ihr das Telefon raus, ne? Daraufhin holt ihr das Telefon raus, ruft uns, ne? Und wollt das dann noch, dass das auf der Straße geklärt wird. So, das waren selber deren Aussage, meint, dieses Zweigleisige gibt es nicht mehr. Und die haben sich dann selber schon distanziert, weil die meinten, Digga, okay, davon sind wir raus. Es war dann so, dass man dann lange nichts von ihnen gehört hat. Und dann kam ja meine Bitte raus, ich hab gesagt, komm mal zu, hier ist eine Aussage. Redet doch einfach mal mit den Typen, ne? Versucht das doch mal zu klären. Daraufhin hat man sich wieder mit den Leuten getroffen. Und seine Antwort war dann daraufhin, hör mal zu, ne? Ich gehe diesen Weg, ich mache meine Aussage, ich lasse davon nicht ab. Ich mache diesen Weg so. Und da muss man so auch als Außenstehender sagen, so man, die Älteren von uns haben sich natürlich sehr viel eingesetzt und haben sehr viel mit dem Club geredet gehabt. Und man hat, so wie ich das mitbekommen habe, sind die Leute vom Club mit Schamgefühl an den Tisch gekommen, weil die einen 19-Jährigen haben, der im Gefängnis sitzt, nicht mal reden möchte, über den Club irgendwelche Angaben machen möchte, überhaupt irgendwelche Angaben machen möchte, obwohl permanent gegen ihn gelogen wird, und deren Kollege, der von deren Seite kommt, sobald er wach gewesen ist, angefangen hat, 8 Seiten erstmal auszusagen. Und der Kollege war natürlich erwachsener Mann, und hier haben wir einen 19-Jährigen. Die waren sehr beeindruckt davon, haben dann angefangen, auch ihre Hilfe anzubieten und haben sich auch entschuldigt. Aber der ältere Bruder von Black Panther meinte direkt, hör mal zu, wir nehmen kein Geld, wir kommen selber klar, wir wollen das nicht, alles schön und gut, die Sache ist durch. Und so ist man dann auch verblieben. So, nachdem du dann mitbekommen hast, okay, der möchte sich mit sich reden lassen. Was ist so in deinem Kopf durchgegangen? Weil das ist ja der Kronzeuge. Ja. Seine Aussage hat ja mehr Wert als mäßig 8 Leute, die da gesagt haben, das war ja so, weil er ist derjenige, der alles live mitbekommen hat. Was war das für dich für ein Gefühl? Das war so der letzte Ausweg. Und wenn du dachtest, okay, wenn das deine Art ist, dir das heimzuzahlen, dass er will dich im Gefängnis haben, so dachtest du, okay, wie schon gesagt, so, du musst das dann vielleicht so annehmen. Und dann kam auch relativ schnell danach die Anklageschrift. Das heißt, so die Gerichtstermine waren jetzt auch da, ne? Die Gerichtstermine waren auch da. Alles ist fertig. Und er hat immer noch keinen Gameplan. Ja, wir hatten immer noch keinen Gameplan. Das können Leute bestätigen, die oft vor Gericht sind. Das ist in der Regel eigentlich immer oft so, dass auch wenn du keinen Gameplan hast, der Anwalt schon relativ früh zu Beginn, wenn er eine Akte liest, weiß, was er macht, weiß, worin das Ganze geht. Aber dass du jetzt ein Jahr drinne bist und 11 Monate lang nicht weißt, was Plan ist, weil der Mandant sagt, nee, das ist aber so, das so, nicht so, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, weißt du? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und für mich war das, ich war schon so, man hat einfach versucht, mit dem Besten abzuschließen. Und bei Anwälten ist das auch oftmals so, dass sie die Akte erst vor dem Termin, vor dem Gerichtstermin intensiver durchlesen. Am Anfang wird alles überlesen, man schaut sich das grob an, damit man weiß, was der Vorwurf, was passiert. Aber so die Aussage um Aussage, Zeuge um Zeuge durchliest, das machen Anwälte oft kurz vor dem Gerichtstermin. Ne? Und das war dann auch so ein Fall, dass er sich die Akten durchgelesen hat und er kam dann rein, ne? Und er kam mit einer Energie, wie er in diesem Jahr noch nie zuvor reinkam. Genau, kam mit so einer Energie rein, die ich noch nie gesehen habe. Er meinte, du willst eine gute Verteidigung, ne? Vielleicht haben wir hier sogar was. So, er hat sich dann hingesetzt, mir seinen Plan unterbreitet, mir das erzählt, wie er sich das vorstellt, ne? Mit der Bitte, dass er gesagt hat, hör mal zu, ne? Hör mal zu, Faisal. Ich würde dir, ne? Das ist für mich, ne? Für meine Verhältnisse jetzt die 4. oder 5. Option. Ich als Anwalt würde den und den und den und den Weg vorschlagen, ne? Aber diese Wege lehnst du ja kategorisch ab.
Deshalb ist das hier die vierte oder fünfte Instanz ends. Ne? Und das machen wir nur, weil du das so willst. Und er sagt, ich möchte, ne? Ich möchte, dass du mir das unterschreibst. Ich möchte jetzt eine Unterschrift von dir haben, ne? Dass du damit einwilligst, dass wir diese und für diese Verteidigung machen. Das ist eine Sache, es ist einfach ein Alles oder Nichts. Also bei dieser Verteidigungsstrategie, ich weiß nicht, ob sie klappt. Aber bin ich offen und ehrlich, ich weiß nicht, ob sie klappt. Und das ist die einzige Möglichkeit. So, wir werden uns damit auf jeden Fall sehr viele Feinde machen, ne? Weil ich habe den Anwalt auch mehrmals gesagt, keine Aussagen, keine Deals, weil für mich habe das sehr persönlich genommen. Ich weiß, okay, Presse, das Publik, sehr viele Lügen, meine Familie, der Ruf wird, ich meine, Digga, für mich wird das sehr persönlich genommen. Er meint, wenn das nach hinten losgeht, ne, und wir uns alles verspielen und die Sache nicht klappt, ist dann bei 6 bis 7 Jahren oder so. Also ich will, dass du das weißt, ne, und das unterschreibst, weil das ist eine Sache von, ne, das ist eine Sache von alles oder nichts. Entweder verlieren wir sehr viel oder wir holen das Beste raus. Es gibt hier nichts in der Mitte. Und damit ich will, dass du mir jetzt unterschreibst, das so. Und genau hier machen wir den Cut. Ihr kennt das, wir müssen immer die Cuts machen, da wo es am spannendsten ist. Und nochmal ein kleiner Teaser für euch. Als Außenstehender, diese Gerichtsverhandlung, das ist wie Suits. Das ist nicht irgendwie eine normale Gerichtsverhandlung, das ist wirklich Next Level. Dieses Warten wird sich lohnen, ihr werdet versprochen, ihr werdet sehr, sehr überrascht sein. Und warum wir diesen Cut hier auch machen, kann Black Panther auf jeden Fall noch dazu was sagen. Wie gesagt, so, das ist leider auf jeden Fall ein Dreiteiler geworden, ne? So, weil die Geschichte, ihr habt gemerkt, so, die nimmt ein bisschen viel Informationen in Anspruch. Und nächste Woche kommt nicht der dritte Teil. So, da haben wir eine andere Relay-Story, die auch spannend wird. Der dritte Teil kommt erst in 2-3 Wochen. Weshalb? Weil in der Gerichtsverhandlung sehr viele Sachen jetzt von mir geäußert werden, wo ich der Meinung bin, dazu muss ich jetzt Beweise vorlegen, ne? Weil die Sachen, die ich sage, Leute sagen am Ende, der Afrikaner hat irgendwelche Filme und Serien geguckt, erzählt irgendwelche Lügen. Nein, weil die Sachen, die ich sage, das sind keine Interpretationen, das sind keine Feststellungen. Das sind Sachen, die stehen in meinem Urteil, Gerichtsurteil so drinne. Wenn ich sage am Ende des Tages, ich habe nicht zugestochen, ich war das nicht, ne? Leute sagen, ach, hör mal zu, da lügt, da in der Zeitung steht was anderes. Wir werden sehen, was im Beschluss drin steht, im richterlichen Beschluss, im Urteil, wir werden sehen, was im Urteil drin steht und dazu auch ein Gleichnis haben, was in der Zeitung drin steht. Also deshalb ist mir das sehr wichtig. Ich habe meinen Anwalt nochmal angeschrieben, meint, ich will das Urteil von dem Verfahren damals haben, weil ich will dann auch komplett für mich mit dieser Geschichte abschließen. Ich weiß, es gibt seit Jahren immer viele Gerüchte, viel dies, das. Ich will das Urteil einfach da haben, weil das ist für mich auch keine von, es gibt mehrere Ansichten, es gibt mehrere Seiten. Nein, das, was im Urteil drin steht, das, was die Zeugen gesagt haben, das werdet ihr sehen. Deshalb habt nochmal Geduld. 2 Wochen, wir machen eine gute Promo, seid geduldig, ne? Dann kommt der dritte und letzte Teil von der versuchten Mordstory.